Der weit entfernteste Stern. Wir alle kennen Albert Einstein und die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat. Doch was hat genau das mit unserem weit entferntesten Stern zu tun? Wenn wir es so betrachten, haben wir 100 Milliarden Sterne pro Milchstraße. Und um genau zu sein, haben wir auch 100 Milliarden Milchstraßen bzw. Galaxien in unserem Universum. Das Objekt, das wir betrachten, liegt 9,9 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Eigentlich ist es so, dass die Helligkeit eines Sterns mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Dennoch ist dieses Objekt in 9,9 Milliarden Lichtjahren Entfernung als einzelnes zu betrachten, als einzelner Stern zu sehen. Ist er also abartig hell? Ist er billionenfach heller als unsere Sonne? Oder gibt es einen Mechanismus, der die Helligkeit des Sterns verstärkt? Ist etwas auf dem Weg zwischen uns und dem Stern? Und ja, dort ist etwas. Die dunkle Materie, aber auch Galaxienhaufen von einigen 10 Millionen Lichtjahren Ausdehnung befinden sich zwischen uns und diesem Stern. Ist das Licht also von dahinterliegenden Objekten, von diesem dahinterliegenden Stern, eben als Gravitationslinse sichtbar? Kurze Erklärung, Gravitationslinsen bzw. den Gravitationslinseneffekt bezeichnet man in der Physik dadurch, dass Licht verstärkt wird durch große Massen. Ja? Also diese Ablenkung von Licht durch große Massen, diese Ablenkung von Licht durch eben beispielsweise Galaxienhaufen. Das wäre eine Prognose der allgemeinen Relativitätstheorie. Und hier kommt Einstein ins Spiel. Denn Gravitationslinsen verstärken die gesamte elektromagnetische Strahlung durch die Anwesenheit einer solchen Masse, also eines solchen Galaxienhaufen. Und das ist in diesem Beispiel J1149 plus 2223. Und genau dieser Galaxienhaufen befindet sich zwischen uns und diesem dahinterliegenden Objekt, diesem dahinterliegenden Stern. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir hier uns auf der Erde befinden. In 5,5 Milliarden Lichtjahren ist eben dieser Galaxienhaufen. Und dahinter befindet sich noch unser Stern, unser Objekt, das strahlt. Dieser Galaxienhaufen fungiert also als Gravitationslinse. Diese Masse verstärkt also bzw. lenkt das Licht dieses Sterns ab und bringt es in unsere Laufbahn, zu uns, zur Erde. Dahinter, hinter diesem Galaxienhaufen, ist ebenfalls eine Supernova explodiert. Und man dachte, man könne mit dieser Gravitationslinse die Supernova genauer beobachten. Es gab aber zwei helle Punkte, und das war das Problem. Denn die Supernova konnte man beobachten, und man konnte auch etwas anderes beobachten, obwohl man dieses andere überhaupt nicht hätte sehen dürfen. Denn nach der Gravitationslinse hätte man dieses andere, physikalisch betrachtet, überhaupt nicht erkennen dürfen, überhaupt nicht betrachten können. Trotzdem ist dieses andere aufgetaucht. Und jetzt stellen wir uns das mal ganz abwegig vor. In einem dunklen Materie-Halo, so nennt man das. Ein Halo ist ein annähernd kugelförmiger Bereich, der größer ist als die Galaxie selbst und in dessen Zentrum die Galaxie eingebettet ist. Und das sind ausgebrannte Sterne. Beispielsweise ein schwarzes Loch von drei Sonnenmassen. Und das wäre höchstens 9 Kilometer groß. Denn unsere Sonne ist 3 Kilometer groß. 3 Kilometer Ausdehnung, wenn du es so willst. Und wenn wir drei Sonnenmassen, ganz einfache Rechnung, 3 mal 3, wir hätten ein schwarzes Loch von höchstens 9 Kilometer Breite. Und man kann von diesem schwarzen Loch sehr leicht feststellen, wie das Licht sich bewegt. Man kann nämlich genau sehen, wie die Helligkeit dieses Sterns bei diesem schwarzen Loch rauf und wieder herunter geht. Der Halo zieht also vorbei und wirkt wie eine Linse. Er zeigt eine Linsenwirkung einer Mikrolinse, die vorbeizieht und die Helligkeit dieses Sterns erhebt. Mit dem Faktor 2000. Stellt euch das mal vor, die Linse, also dieser Halo, vergrößert die Helligkeit des Sterns mit dem Faktor 2000. Es ist 2000 mal stärker und klarer als davor. Doch wie wahrscheinlich ist das, dass eben so ein dunkle Materie-Halo, so ein schwarzes Loch an diesem Stern vorbeifliegt und die Helligkeit so drastisch erhöht? Denn wäre das schwarze Loch woanders vorbeigeflogen, wäre überhaupt nichts passiert. Das schwarze Loch erhöht nämlich eben diesen Faktor. Und genau das ist auch eine Prognose der Relativitätstheorie. Dies heißt, Einstein war auch hier wieder am Werk und hat immer noch dazu beigetragen, was für ein unfassbarer Ort unser Universum eigentlich ist. Denn bei unseren Berechnungen oder Theorien und Experimenten
sind wir immer auf das Universum angewiesen. Ich meine, wir können auch auf der Erde Licht analysieren oder elektromagnetische Strahlung analysieren. Doch wir müssen immer abwarten, was uns das Universum eigentlich bringt.